Übernachten in der Kirche? Das geht ab jetzt in der Hospitalkapelle in Spangenberg. Die Herbergskirche soll offen sein für Menschen, die etwa hier auf dem Elisabethpark pilgern, von Eisenach nach Marburg, oder auch allgemein an interessierte Menschen. Wir haben zwei Möglichkeiten der Übernachtung, einmal in der Kirche selbst und wir haben auch in der Sakristei zwei Betten, und zwar ein schönes Doppelhimmelbett. Ja, es ist so, dass wir mit den Übernachtungsgästen einen Termin ausmachen. Dann findet die Schlüsselübergabe statt. Wir erklären, was sich wo befindet. Ja, und morgens um 9 ist dann sozusagen wieder die Schlüsselabgabe und die Kirche ist dann wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Am Anfang war eine Herausforderung, dass wir in dieser schönen Kirche, der Hospitalkapelle, einen Dachschaden hatten quasi. Das bringt viele Kosten mit sich. Und das half zu überlegen, brauchen wir die Kirche, wozu nutzen wir sie? Kann man sie intensiver nutzen? In Thüringen, dort gibt es Herbergskirchen. Meine Frau und ich haben eine besichtigt und sagten, das kann es doch sein, dass sie offene Kirche bleibt, dass wir Gottesdienste feiern, aber auch Menschen hier übernachten können. Alle Interessierte können gerne hier übernachten, unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Im Internet ist es die Seite www.mildestiftungen.de, auf Instagram herbergskirche.spangenberg. Oder auch die Kirchengemeinde Spangenberg, die selbst eine Internetseite hat, eine Facebook-Seite. Und bei Airbnb, Herbergskirche Spangenberg eingeben. Überall sind Links geschaltet, dass man den Weg zur Herbergskirche dann gut findet.